weil ich fahre 90 und komme ganz langsam nur näher. Ja, ich hänge auch noch ein bisschen hinten dran. Dein Tacho ist Schrott, gell? Scania. Ja, so kennt man sie. Hattest du mit den kurzen Standbildern nervt langsam echt, ne? Ist so viel bei dir? Nein. Aber so unverhofft. Ja, unverhofft kommt oft. So, jetzt habe ich Tempomat 80 drin. Ja, was ist denn, wenn wir aber tatsächlich mal probieren, in der nächsten Pause einfach mal den Haus zu wechseln? Also, ich glaube zwar nicht, dass es daran liegt, aber man weiß ja manchmal nie. Also würde mich wundern bei meiner Leitung, weil die ist mega stabil. Ja, aber Ich manchmal. glaube eher, dass es. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es daran liegt, dass wir auf der 143 sind mit der 261 Konvoi-Mod und so. Dass sich das vielleicht ein bisschen beißt. Ja. Aber ich muss sagen, Portugal gefällt mir. Ja. Oder Beziehungsweise, auch ich glaube, wir allgemein sind an schon in der. Spanien. Oder allgemein an der 143, weil die war ja sowieso ein bisschen instable. Und die sind ja jetzt schon auf der 145, glaube ich, oder auf der 146 sogar. 1,45 ist Beta. Ja, dann ist aber die 144 die stabile Version, ne? Ja, die 1,43 war bisher eigentlich auch immer stabil. Also beim letzten Mal hatten wir auch nicht wirklich Probleme. Ja, die haben jetzt Hannover in der neuen Version überarbeitet. Ja. Ui, Hannover, richtig interessant. Spannende Stadt Ja. auch. Ist der Ich sage ja Wahnsinn. nur Bad Oeynhausen. Warst du schon wie Bielefeld? Bad Oeynhausen ist aber schon eh nicht drin. Naja. Ja, und niemand weiß warum. Ja, Darauf. Bielefeld gibt's gar nicht. Lässt sich Genau. was zurückfallen? Deshalb ist es auch nicht Nö. im ETS drin. Weil ich fahre nämlich 70 per Tempomat und du fällst zurück. Guck mal, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. Weh, ich habe gleich Flecken auf meinem Spiegel. Oh. Oh. Oh, ein Tunnel. Oh, 23 Euro Maut. Ja, España. hier wirst du heimlich abkassiert. Ihr wisst da arm. Ich finde es aber eigentlich total cool mit diesen kleinen, ja, Brücken im Prinzip einfach. Und du kriegst im Prinzip gar nichts davon mit. Das hast du ja in Österreich und in der Schweiz teilweise auch. Dürfte sich das in Österreich und der Schweiz nicht eigentlich komplett erledigt haben mit Vignette? Hast du das in Deutschland nicht teilweise auf den Strecken auch? Wenn Ja. du die Geräte vorne in der Windschutzscheibe drin hast? Ja, LKW-Maut, ja. Echt, aber solche Teile, wo dann. Ach Ja. so, ja gut. Nummernschild wird gescannt und das Gerät wird gescannt und dann wird automatisch die Maut abgebucht. Aber mir fällt jetzt spontan keine Stelle ein, wo solche Dinger irgendwie über der Fahrbahn hängen. Doch, also haben wir hier auf der A3, glaube ich, oder auf der A1. Alter, warum staut sich das denn hier jetzt so? Wow. Mal drauf achten. Wir fahren ja demnächst genug Autobahn. Schlappe 900 Kilometer. Wird super. Hey, das sind ein paar Meter. Und ich habe auch gesehen, passenderweise enden genau an dem Wochenende die Ferien in Berlin und Brandenburg. Das wird noch Ja, besser. sehr gut, sehr gut. Wird ja auch mit der Bahn dahin fahren. Hey. Ja, genau. Alter, wenn du jetzt rüberziehst, ne? Soll ich? Nein, ach du doch nicht. Hätte ich nicht mal auf dem Schirm. Du bist nicht mein Sichtfeld da. Weiß ich. Jetzt Aber aber die mal Panik in ruhig. Marios Stimme war schön. Was ich ja auch immer Doch, da interessant vorne sehe finde, ich Gerd. wo wir Und es dahinter gerade hängt Nico. vom Maut hatten, schön finde ich auch immer die Autofahrer, die panisch in die Bremse gehen, wenn sie so eine blaue Säule an der Bundesstraße sehen. Ja. Ja. Weil sie glauben, dass ein Blitzer ist, Ja, ja. richtig. Dabei ist es ja nur LKW-Maut. Aber die kriegen dann voll die Panik. Ja. Gerd, was hast du auf dem Tempomaten? 80. Und ihr dürft auch 90 fahren und rankommen, ne?
Ja, Moment. Nee. Das könnte man mal ganz schnell vergessen. Warum? Ja, weil ich auch eventuell noch rankommen muss. Oh, Benni, bist du denn? Ja, ganz hinten. Eben mal runter auf 60, Nick. Ich habe zwischendurch halt immer wieder Motor-Fehlfunktion. Geh schon mal runter auf 75. Ich muss ja jemanden abdrängen ohne Grund. Ich bummel jetzt der KI hier hinterher. Muss man diesen Blödsinn eigentlich kennen? Endlich habe ich meine Lena-Aufnahme von Mayo. Ja, ne? Schmidtchen Schleicher mit elastische Beine. Du brauchst komische Kräuter. Ja. Nico, Vorsicht, von links kommt ein fieser PKW. Oh, ein fieser PKW? Aber mal lieber ausbremsen, wa? Jetzt hängt er wieder hinter dir. Der wusste genau, was du willst. Jetzt setzt er wieder zum Überholen an. Jetzt zieht er wieder hinter dich. Ist der doof? Ja, der kommt mit unserer Langsamkeit wahrscheinlich nicht klar. So, Benni, ja, ist doch jetzt da, oder nicht? Ihr könnt jetzt Gas geben, ja. Dann das war das Gas. Zeichen. Oh. Der nette PKW hat jetzt einfach links rübergezogen und mich gerammt. Jetzt hat er Pech. Hat das nicht anders verdient oder ist der schon wieder lame LKW reingerauscht? Der ist mir reingerauscht. Der hat, obwohl ich schon fast an ihm vorne schon fast an ihm vorbei war, zog er auf einmal wieder nach links. Der IKEA-Mann hier ist ziemlich langsam. Wie kann man auch Gigaliner fahren? Ah ne, Quatsch, das war nur. Das war ein Tandem. Ja. Oh, dann geht der IKEA auf die linke Spur, Penner. Der war auch sehr schnell. Heul doch. Genau, heul leise, Chantal. Chantal aus Dresden. Die kennt natürlich jeder. Ich will jetzt nicht wissen, warum. Ja, jeder hat ihre Nummer schon, ne? Aber das war Rosi. Das war Rosi, das ist richtig. Okay, das sieht auch nice aus hier rechts. Oi. So, kriegt die Putzelei mich jetzt mal überholt, damit ich da rüber kann? Ich wollte gerade sagen, du hast Putzelei rechts neben dir. Bitte links halten. Bitte weg. Okay, wow, genau. Bitte links halten. Danke dafür. Aber ein kurzes Intermezzo von der Polizei. Ja. Lecker Intermezzo. Der denkt wieder nur ans Fressen. Natürlich. Ja, stimmt. Wie konnte das auch anders sein? Ja. Landschaftlich echt schön. Es könnte nur ein bisschen mehr Landstraße auch drin sein. So wie ich auf der Karte gesehen habe, ist echt 90% Autobahn. Okay. Sah jetzt zumindest auf den ersten Blick so aus. Benni, bist du da hinten dran? Ja. Ja, warum ziehst du denn rechts rüber, wenn... Ach, du bist ein... Renault-Fahrer. Ja. Ja, das Könno. Ist Kreator der Ötische. Willst du mich jetzt hier ärgern, oder was? Schön.
bestimmt ein Franzose, der da drin sitzt. Die fahren genauso gut Auto, wie sie Autos bauen. Jetzt kommt der schon wieder rüber. Wenn früh am und wieder Morgen nach die Werkssirene dröhnt. Sag mal, kannst du dich mal langsam entscheiden? So ein 18-Meter-LKW, den kann man schon mal übersehen. Dann gibt das zwei Meter. Er gibt da 2 Meter Gas, zieht zwischen Nick und mir wieder rein, geht vom Gas. Ja, Sicherheitsabstand, Gerd, ist wichtig. Jetzt gibt er wieder Gas und wieder Blink. Fünfter Anlauf. Wäre jetzt geil, wenn er bis auf Fahrerhaushöhe beschleunigen würde, dann wieder bremsen und wieder hinter mir reinziehen. Boah, ich würde ihn wegtreten. Er ist jetzt vorbei, er hat's geschafft. Ich hätte jetzt mich auch weggeschmissen, wenn der vor dir so knapp reingezogen hätte. Das wäre ihm zuzutrauen gewesen. Aber ich bin aber der nächsten Werkstatt, ne? Ach, geht nicht mehr. Ja, das Problem ist, ich kann halt so nicht wieder aufschließen. Das ist halt die Scheiße. Weil dadurch, dass ich halt immer wieder Motorfehlfunktion habe und den halt nicht direkt beim ersten Mal ankriege. Wo bist du denn jetzt? Kann ich dir noch nicht sagen, ich habe noch Ladebildschirm. Ja, ich würde auch vorschlagen, dass wir, wenn auch selbst wenn wir als Kolonne fahren, eben nicht Vollgas fahren. Mhm. Oh, ihr müsst warten. Ich bin enttäuscht. Genau deswegen. 3000 Jahre dauern. Ja, warum? Wenn es einmal läuft, ist ja eigentlich cool. Ja, aber wenn einer eine Motorfehlfunktion hat, kann er nicht aufschließen, wenn wir Vollgas fahren. Kann er ja Bescheid geben. Er hat ja die ganze Zeit. Ja, dann sollten wir jetzt hier irgendwo anhalten gleich, ne? Ja, hier ist Stau. Guck mal, perfekt. Ich krieg ne Fanta. Abends Fanta, morgen Fanta, oder wie was? Wie kriegen die das eigentlich immer hin? Das frag ich mich gerade auch. Was ist denn da passiert? Ah, der Frosch, der hat da oben so ein kleines Problem, würde ich sagen. Der steht auf der Leitplanke. Ja. Ist das so, ihr wollt? Kommst du denn da später noch vorbei? Ja, ne? Was ja, ihr jetzt nicht wisst, Mayo hat vorher bei Forst gearbeitet. Das war der vorherige Auftrag. Warum der Sprinter nicht an ihm vorbeifährt? Nee, Gerd, da ist kein Platz. Das ist unmöglich. Ja, wenn der 20 Zentimeter vor mir rüberziehen kann, ja? Dann kann der auch da dran vorbeifahren. Ja, wollen wir kurze Pause machen, bis Benny wieder hier ist, weiß am Stauende aufgeschlossen hat. Ach, da ist Benny. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt brauche, bis ich da bin. Ja, ich würde sagen 2-3 Minuten oder so. Jetzt nicht unendlich lang. Ja, wenn die KI. Ja, fahr halt nicht. Wenn nicht, kann man es im Nachhinein immer noch rausschneiden. Nee. Ja, doch, klar. Nein. Aber der Fahrer sitzt hier total entspannt da drin und. Gibt es jetzt auch mehrere Fahrer? Hä? Nee, es ist immer noch einheitlich. Aber hier in dem Fanta-LKW sitzt eine Frau, glaube ich. Sieht so aus. Da sitzt jemand anders. Da ist auch jemand anders. Da sitzt eine Frau drin. Da ist eine Glatze drin. Ist auch eine Frau? Ja, doch, gibt schon ein paar unterschiedliche. Ja, ein paar KI, gibt es. Bei der KI ja, aber bei uns nicht. Lol, haben die echt. Was denn? Achso, nee, warte mal, ist ja hier Mod von Jazzy Cat. Ich habe mich gerade echt gefragt, ob die wirklich Lizenzen hier für Nissan Micra und so bekommen haben. Ja, das ist Jazzy. Ja, ja. Wobei man echt sagen muss, die macht gute Arbeit. Oder er, oder wie auch immer. Man weiß es nicht. Jetzt. Ich gehe links halten, dann machen wir das.
Aber wie schön immer die letzten PKWs Warmlenkanlage anhaben. Ja, wenn das mal in der Realität so funktionieren würde. Naja, Rettungsgasse ist hier auch nicht da, aber ein Tesla steht hier hinten. Der gleich anfängt zu brennen. Naja, dann löst sich das Problem mit dem Stau vielleicht von alleine. Ja, nicht wirklich, weil der steht ja hinten im Stau, nicht vorne. Er kann ja übergreifen.